So, hallo und herzlich willkommen, YouTube. Wir machen weiter hier bei GTA 5 mit der Story. Ja, ich muss jetzt immer mal so ein bisschen splitten, wann ich Bock habe, wie ich Bock habe, wann ich jetzt GTA Online spielen werde und wann den Singleplayer. Jedoch möchte ich gerade am Anfang lieber den Singleplayer machen, damit ich so spiele als Überbrückung zur Wartezeit auf Battlefield 4. Da ich denke, dass wir den Singleplayer bis Battlefield 4 durch haben, dass ich GTA dann online, dass ich GTA Online dann so als kleine Überbrückungszeit, sage ich mal, dazu benutzen kann mit FIFA 14, damit es nicht so langweilig wird. Zudem kommen, wie ihr es ja gerade seht, auch wieder ein paar Diablo 3 Let's Plays an. Ein paar hatten, ich glaube zwei oder so waren es, glaube ich, die mich angeschrieben hatten und mal gefragt haben, wann einmal wieder ein GTA, GTA 3, Diablo 3 Let's Play kam. Ja, da bin ich halt in letzter Zeit gar nicht mehr zugekommen, da ich halt nur noch auf FIFA 14 und GTA 5 fixiert war. Aber das ändert sich jetzt wieder. Es kommt doch mal wieder ein Halo 4 Teil raus. Muss ich mal schauen. Geht das Tor hier auf? Okay. Wo müssen wir denn hin? Oder rein, hier vorne bestimmt irgendwo. Ups, jetzt achte ich hier gar nicht so, wo ich hin muss. So, jetzt. Dann geben wir uns mal den gelben Kreis des Schicksals. Wir starten die Mission Mr. Richards. Come in, come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies with lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Okay, erledigen wir die Scheiße für ihn mal und schnappen uns dafür so einen geilen Wagen hier auf jeden Fall. Nicht unsere scheiß Knechtenauto da. Ach, hier vorne hätte ich auch reingekonnt. Ach, egal. Hier ist auch die Straße, wo wir am Anfang reingepäst sind, oder? Ja. Und ein paar Leute weggenutzt haben, aber passiert schon mal. Also jetzt fahren wir durch die Nachtstadt. Los Santos. Ah, scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Warum immer ich? Holen wir uns die Karre? Ja, wir holen uns die Karre. Hey, Solomon. Was will der jetzt? I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious.
You want this Pelosi guy clipped? No, God, no. Is that an option? No. Bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. Alles klar. Also mal schauen, was wir jetzt mit den zwei Knechten machen. Ob wir die richtig schön verprügeln werden. Oh scheiße, Mann. Ich kann mit dem Auto hier gar nicht fahren, warum auch immer. Das Handling ist nicht ganz so gut von dem. Obwohl es gut scheint. Aber egal, wir sind eh gleich da, also passt das schon. Upsi. Ich muss aber auch echt gegen jedes Schild hier fahren, oder? Also nochmal Highspeed hier, bis wir da sind. Perfekt eingeparkt. Perfekt. Gentlemen, how you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now give me a minute here, just a minute. I gotta go grab something inside. Johnny, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet, okay? Let's go. Ja, wie soll ich denn das machen? Oh, leise. Kriege ich die hier oben mal schnell hoch? Da oben muss ja der Heliplatz sein. Ja, da ist er auch. Ich muss den irgendwie lautlos ausschalten, aber wie? Wie macht man das nochmal? Ah, das war's, oder? Praktisch. So, müssen wir hier hoch? Ich glaube schon, oder? Nicht, dass ich hier falsch bin. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Fuck, Mann. Ah, zu spät. Ich hätte nicht warten sollen. Okay, erneut versuchen. Oh, warum musste der mich denn noch sehen? Aber easy peasy, kein Problem. Wir machen es einfach hier nochmal schnell. So, hier schnell wieder hoch. Die sehen uns hier schon mal nicht. Den schalten wir mal ganz schnell aus.
Dieser Tod. Ja. Oh, ich bin auch blöd, ey. So, und jetzt ganz schnell hier weiter rüber zu Michael. Zur Leiter. Ich glaube, jetzt warte ich, bis der Spacken hier rauskommt, oder ich verstecke mich hier. Aber okay, jeder wie er will. So, kommen wir, wie kommen wir da jetzt hoch? Durch die Tür hier? Nee. Müssen wir dann die andere Leiter nehmen? Oh, scheiße. Aber der ist da unten, oder? Nein, das machst du nicht. So, dann wollen wir hier mal wieder hoch. In der Hoffnung, dass wir dann da zum Heliplatz kommen, aber ich denke nicht. Nein. Also den ganzen Weg wieder zurück, oder kommen wir hier durch? Nee, auch nicht. Nee, dann werden wir zu der anderen Leiter da hingehen müssen. Oder warte mal. Nein, GTA ist logisch. Nein, kannst du nicht. Fuck! Penner. So, jetzt aber. Dem hatte ich jetzt nicht gerechnet. Hey, you are! Mr. Richards has been worried sick. Ah, hier müssen wir uns nicht mehr verstecken. Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No, this guy's all mine. Okay, wenn er meint. Ich mach den hier nämlich jetzt schön kalt. Zweimal mit den gleichen Moves. Make a new deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. All right, yeah. Okay, sure, man, sure. All right. Let's get back to the lot. Ah, geil. Das hier ist auf jeden Fall mein Lieblingshelikopter. Ich habe den einmal gefliegen, und der ist richtig geil zu fliegen. Ich liebe den auf jeden Fall. Wenn ich den kaufen kann, mache ich sofort. So, wo müssen wir denn hin? Ah, okay. Scheiße, ich bin so ein Idiot, Mann. Oh, der Heli lebt aber noch. Aber wir haben es geschafft, glaube ich. Okay. Nein, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Aber der Heli ist auch gleich im Arsch. Dank meinem tollen Fail. Oh fuck, der wird doch schon langsamer. Schnell zurück. Sorry for the
So, wo können wir denn hier landen? Na, hier sollen wir landen. Ist das ein Pool? Nee, doch. Nee, doch nicht. So, perfekt. Na, dann kommt mal los, ihr kleinen Spassis. Störch. Es macht mir einfach zu sehr Spaß. What a wonderful surprise. Anton, my boy. You're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love you. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael. What can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Na, da freut er sich, Michael. Ja, mach dir nicht zu viel Kontakte. Nicht zu große Vorfreude. Punktlandung, lautloser Killer. Scheiß drauf. So. Hey, Mr. Madras. Was will er denn? How's that rebuild going? Good. I need to see you. Come to La Fuerta Blanca, my ranch off Senora Road, and bring Mr. Clinton. Hey, look. Franklin? I hardly know the kid. I don't want him caught up in this. You'll need another pair of hands. All right, there's another guy. Trevor Phillips. Me and him are partners. Okay. I'll have my people messenger him. Gut, also steht jetzt auch wieder eine neue Mission an, aber wir müssen jetzt mal die Bullen abschütteln. Die wir uns hier gerade von dem Klau, von dem supergeilen Wagen hier geholt haben. Ja, tut mir leid. So, die müssen wir aber auch gleich los sein, also von daher. Nochmal einen schönen Drift. Yeah. Oh, da vorne kommen sie. Schnell. Aber jetzt sind wir auch schon los. Aber wir müssen mal gucken, was wir jetzt als nächstes machen. Ja, wir fahren mal zu diesem MZ da hinten. Damit geht es jetzt auch weiter mit der Hauptstory. Ja, das ist echt praktisch, hier immer in meinem tollen Buch zu gucken. Ich habe keinen Bock, irgendwelche Missionen zu machen auf, keine Ahnung, die ich jetzt keinen Bock habe oder so. Aber als nächstes kommt Mission, die ist echt interessant und... Ich glaube, da kriegen wir auch einen Erfolg oder so. Oh, scheiße. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Caida Libre heißt die Mission. Oh, da ganz hinten. Nee, da schauen wir jetzt nochmal nach einem besseren Auto. Und da habe ich schon eins im Blick fangen. Ja. Da ist es auf jeden Fall. Aussteigen bitte. Dankeschön. Ah, wir holen uns das. Nein. Oh, fick dich. Ich will den Mini. Oder ist das überhaupt... Doch, das ist ein Mini. Aber irgendein anderer. Aber das ist auch geil. Ja, tut mir leid. Oh, der hat ein geiles Handling. Der hat ein gutes Handling. Aber echt. Oh, der geht richtig ab. Geiles Auto.
Oopsie. Some bad drivers, but you. Woo-ho-ho. So, und bevor wir jetzt weiterfahren, mache ich eine Aufnahmepause, denn jetzt heißt mal wieder Schluss machen für die Folge. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten mit der neuen Mission Kaida Libre. Bis dann, ihr könnt gespannt sein.